110.391 Mitglieder zählt Exit per Ende Dezember und allein im Januar von diesem Jahr sind weitere 1000 dazugekommen. Gründe für die grosse Nachfrage von einem begleiteten Freidot sind laut Exit unterschiedliche. Vor allem aber kommen jetzt eine Generation, die immer selbstbestimmter will sein. Viele Menschen, die bei uns Mitglied sind, kommen jetzt auch ins Alter, wo sie sagen, ich konnte das Leben lang selbstbestimmt entscheiden, welchen Weg ich gehe. Ich habe meinen Beruf gewählt, ich habe eine Familie aufgebaut, ich habe grundsätzlich über meinen Lebensentwurf entscheiden können. Und die sogenannten Babyboomer wollen das Selbstbestimmungsrecht am Schluss von ihrem Weg nicht einfach abgeben, also sie wollen die Zügel in den Händen behalten. Trotz dem steigenden Interesse gibt es immer noch viele, die keine Freunde von Exit sind. Die CVP, EVP, sogar die SVP, aber vor allem die EDU wehrt sich vehement gegen Suizidhilfe mit Exit. Wir finden es den falschen Weg, wir finden es ein Stück weit eben auch die falsche Kultur. Wir meinen, das Leben kann man nicht unterteilen in Lebenswert. Das Leben und Leben, das nicht mehr lebenswert ist. Und wir finden es falsch, dass es da Organisationen gibt, die uns oder der Gesellschaft suggerieren, irgendwann ist das Leben nicht mehr lebenswert. Wir finden das wirklich schlecht, auch einfach als Signal für unsere Gesellschaft. Das Leben ist ein Geschenk und das hat einen Wert bis ans Lebensende. Und wir finden es falsch für den Menschen selber, aber auch für die Angehörigen, wenn man das einfach tut, künstlich beenden. 110.000 Mitglieder bedeutet aber nicht, dass 110.000 Personen den Freitod wählen. Letztes Jahr haben sich 734 Personen für den Weg entschieden. Das entspricht nur 1,5% der jährlichen 66.000 Todesfälle. Viele sagen aus anderen Motiven Mitglied bei Exit. Das wichtigste Standbein von Exit ist die Patientenverfügung. Die meisten Mitglieder von Exit haben eine Patientenverfügung. Wir beraten die Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Pro Jahr sind es rund 3.500 Menschen, die uns telefonieren. Und gleichzeitig unterstützen wir Palliativmedizin mit einer eigenen Stiftung Palliacura. Also wir versuchen auch, dass Palliativ weiter ausgebaut wird, wo wir absolut als gleichwertig wie eine Freitodbegleitung sehen und nicht gegeneinander ausspielen wollen. Im nachbarschaftlichen Ländervergleich ist der begleitete Freitod, so wie es die Exit anbietet, übrigens nur in der Schweiz erlaubt. In Frankreich, Italien und Österreich ist der assistierte Suizid ganz verboten und wird mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft.